Verlässlich war der Tod. Nicht im wörtlichen Sinn, im politischen. Ich befürworte keine Attentate. Fürs Kommen, Sissi. Klar doch. Was gibt's? Mir ist etwas aufgefallen. Eine Ungereimtheit im Hinblick auf unsere Kampagne. Auf die Einheit. Auf Lea Ominska. Was für eine Ungereimtheit? Deswegen wollte ich dich ja sprechen. Draußen. Keine Ahnung. Könnte sein, dass das Büro abgehört wird. Dass meine Iris oder mein Netzzugang überwacht werden. Im Ernst? Was ist denn los? Das weiß ich noch nicht. Aber ich muss es rausfinden. Mein Kontakt bei Bokamba Mercer ist auf Transaktionen zwischen dem Syndikat und der Einheit gestoßen. Es wird Geld in unsere Kampagne gepumpt, und zwar von Stellen, von denen kein Geld kommen dürfte. Konzerngeld. Ist vielleicht einfach ein Missverständnis. Es könnte eine gute Erklärung dafür geben, aber es könnte auch ernst sein. Es könnte was Ernstes sein. Also muss ich tiefer schürfen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich beobachtet werde. Ich darf nichts riskieren. Ich würde dich nicht bitten, wenn es nicht so wichtig wäre, Sissi. Sieh mal, wenn Lea Ominska Bestechungsgelder annimmt oder schlimmer, dann will ich es wissen. Also, was soll ich für dich tun? Verschaff dir Zugang zu den Servern der Einheit und lade die Daten herunter. Und wie soll ich das genau anstellen? Mich einfach mit meiner Iris und meiner Netzkennung einloggen? Dann hättest du binnen Minuten das Ei am Hals, Sissi. Nein, du brauchst einen Datenziffer und ein Black Mask-Protokoll in Geheimdienstqualität. Und du musst unterschiedliche Konten und Zugänge nutzen, um alle Daten zu übertragen. Wenn du zu lange eingeloggt bleibst, erwischen sie dich vielleicht. Hör mal, ich würde es total verstehen, wenn du Nein sagst. Es ist illegal und es kann uns beide ganz schön reinreiten. Ich habe zwar meine Vorbehalte, aber einen korrupten Wahlkampf will ich nicht unterstützen. Wenn da etwas am Laufen ist, müssen wir es rausfinden. Mir ist schon klar, warum das wichtig ist, aber ich habe Angst vor den Folgen. Letztes Mal, als ich versucht habe, eine Konzernverschwörung aufzudecken, habe ich Ärger bekommen. Ich will nicht nochmal in einem Verhörraum des Syndikats landen. Ich habe noch nicht alle Informationen. Woher wusste Baruti von der Sache? Wieso hat er die Wahlkampffinanzierung unter die Lupe genommen? Wie bist du an diese Informationen gekommen? Mein Kontakt bei Bokamba Mercer hat Zugang zu Datenströmen des Syndikats. Ich hatte ihn gebeten, auf bestimmte Schlüsselwörter und Namen zu achten. Wirkt etwas ironisch im Nachhinein, aber ich war auf der Suche nach jedem fitzigen Dreck, das ich über Konstantin Wolf und Europas Erwachen finden konnte. Letzte Woche meldete sich mein Kontakt. Er hatte etwas Sonderbares bemerkt. Größere Zuwendungen an einen gemeinnützigen politischen Adressaten in Europolis. Ich bat ihn, dran zu bleiben. Gestern meldete er sich wieder und sagte, er sei fertig. Er hatte eine Verbindung entdeckt, aber keine, die wir erwartet hätten. Es gab Aufzeichnungen über eine Reihe verschlüsselter Transaktionen zwischen dem Syndikat und der Einheit und der Ominska. Mein Kontaktmann war besorgt wegen der Tragweite der Sache. Er wollte nichts damit zu tun haben. Kann ich verstehen. Aber er lieferte mir genügend Infos für den Anfang. Netzwerkadressen, Logins. Wenn wir an die Daten kommen, kann ich sie auswerten, die Beweise finden, die ich brauche für den nächsten Schritt. Hoffentlich keine belastenden Beweise. Vielleicht versucht ja jemand der Einheit etwas anzuhängen. Wäre nicht das erste Mal. Ich kann nicht glauben, dass die Ominska Schmiergeld von Konzernen nehmen würde. Ich meine, nicht sie. Ich habe ihr vertraut. Voll und ganz. Mir ist schon klar, warum das wichtig ist, aber ich habe Angst vor den Folgen. Letztes Mal, als ich versucht habe, Ich mach es. Wo fange ich an? Bevor er ausgestiegen ist, hat mein Kontaktmann mir alle Infos, die wir brauchen, anonym zukommen lassen.
Sie dir zu übertragen wäre zu riskant, selbst lokal. Die könnten meine Iris überwachen. Ich habe alles hier drin gespeichert. Kryptowährung, Netzadresse, Schattenkonten. Das kannst du benutzen, um mir die Daten zu schicken, wenn du fertig bist. Aber bevor du anfängst, du brauchst einen Datensniffer und ein Black-Mask-Protokoll in Geheimdienstqualität. Du kennst doch Miras Inferno. Das liegt im Backsteinviertel. Mira handelt mit Graumarktware. Mira Inferno. Während du die Daten besorgst, gehe ich ins Büro, um an einer Konferenzschaltung teilzunehmen. Wenn irgendjemand Wind von dem Hack bekommt, habe ich ein Alibi. Dann haben wir Zeit, uns zurückzuziehen und unsere Spuren zu verwischen. Spuren verwischen? Mano, das hier geschieht tatsächlich. Es geschieht tatsächlich. Ich melde mich später und lass dich wissen, wo wir uns treffen. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber ich tue mein Bestes. Das Mädchen ist durch die Luke nach unten gestiegen. Da ist eine Vertiefung an der Seite. Demonstrationen sind ein Werkzeug des Terrorismus. Meiden Sie Demonstrationen. Merkwürdig. Der Schacht, in dem das Mädchen verschwunden ist, scheint mit einem der geheimnisvollen Türme verbunden zu sein. Diese Türme habe ich überall in Propast gesehen. Ich frage mich, ob es bei allen Lüftungsschächte gibt. Vielleicht kann Krähenboy mir zeigen, wo alle Türme in Propast sind. Ich bin der ballernde Krähenboy, der ballernde Krähen-Cowboy, der aus allen sechs Läufen feuert. Es wäre sehr hilfreich, einen Überblick über all diese Lüftungstürme zu bekommen, oder? Hast du eine Karte der Lüftungstürme in Propast? Say what now? Weißt du, diese gestreiften Türme, aus denen Dampf quillt? Es gibt sie überall. Immer langsam mit den jungen Pferden, Cowgirl. Deine Frage wird bearbeitet. Ach so, du meinst das KSN. Das was bitte? Das alte kabellose Stromnetz, KSN. Das haben sie vor Jahren stillgelegt. Die Türme sind noch da, aber nicht mehr aktiv. Und warum kommt dann der Rauch raus? Ach, das mit dem Rauch ist ganz einfach. Das ist immer so, wenn man ein Loch in den ollen Boden von Propast macht. Wenn ich du wäre, mich würden die Türme mehr interessieren, aus denen kein Rauch kommt. Okay. Kannst du mir eine Karte von Propast schicken mit all den KSN-Türmen drauf? Verbindung zum Krähenboy hergestellt, Partner. Eine Touristenkarte von Propast. Bitte sehr. Lass mal wieder von dir hören, ja? Jeeha! Bewegt sich nicht. Das ist ein Schloss. Ich glaube, um das Ding zu öffnen, brauche ich das richtige Werkzeug. Hören Sie der folgenden Durchsage genau zu. Sofern Sie draußen nichts zu tun haben, kehren Sie bitte zurück in Ihre Büros oder Wohnungen. Ihre Kooperation ist willkommen.
Du siehst aus, als könntest du eine Wegbeschreibung brauchen, Baby. Na, wenn das nicht mein Liebling... Es wird... Hast du eine Karte? Say what now? Weißt du, diese Immer lang... Ach so, du... Das war... Das alt... Und warum... Ach, das... Wenn ich du wäre... Okay. Kannst du mir eine Karte... Verbindung zum Krenbot... Ich hoffe, du erreichst dein Ziel, Baby. Und wenn du dich nochmal verhörst, du weißt ja... Krenboy deckt dir den Rücken. Bleiben Sie drin, angeschlossen und sicher. Sie brauchen hier nicht stehen zu... Das ist eine kluge Entscheidung. Meiden Sie bedrohliche Bewegungen, schlechte Gesellschaft. Meiden Sie unautorisierte Versammlungen. Demonstrationen sind ein Werkzeug des Terrorismus. Meiden Sie Demonstrationen. In der Luke steckt etwas. Bürger, hören Sie der folgenden Durchsage genau zu. Sofern Sie draußen nichts zu tun haben, kehren Sie bitte zurück in Ihre Büros oder Wohnungen. Ihre Kooperation ist willkommen. Das ist der Schlüssel zu einer dieser Luken. Aber ohne Griff kriege ich das Ding nicht auf.
das Ei am Himmel beobachtet, damit Sie es nicht tun müssen. Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen. Bleiben Sie dran und leisten Sie allen Anweisungen des Ei unverzüglich Folge. Sie. Herumlungen und unerlaubte Versammlungen sind in Gebieten unter der Verwaltung des Ei streng verboten. Bleiben Sie drin, angeschlossen und sicher. Die Karte! Hol dir deine Karte! Die Karte! Yeeha! Krähenboy ist hier, damit du dich in Gruppe hast. Bewegung, schlechte Gesellschaft. Meiden Sie unautorisierte Versammlungen. Demonstrationen sind ein Werkzeug des Terrorismus. Meiden Sie Demonstrationen. Sie sind fix und fertig. Die Karte! Hol dir deine Karte! Die Karte! Das Ding sitzt total fest. Das
Mädchen muss es verloren haben, als es durch die Luke kam. Es ist eine Art Werkzeug. Bleiben Sie sicher. Bleiben Sie drin. Bleiben Sie in Verbindung über Wattie Dream Machines. Straßen sind gefährlich. Meiden Sie Straßen. Gruppen sind gefährlich. Meiden Sie Gruppen. Mit dem Werkzeug kann man die Luken aufschließen und öffnen. Alle Mitarbeiter des Hai wurden einzig zu ihrer Funktion zu ihrer Sicherheit abgestellt. Anordnungen sind auf der Stelle Folge zu leisten. Kein Widerstand, keine Fragen. Sie es nicht tun müssen. Helfen Sie uns, ihnen zu helfen. Bleiben Sie drin und